Containercars. Endlich ist ein Andi sein S1 E2 raus. Und wir werfen den endlich Filme. Also da haben sie uns ganz schön gepiesackt und du hast da wirklich dicht gehalten mit dem Auto. Und links von mir steht der Erbauer, rechts von mir steht der Besitzer. Also wirklich eine geile Kiste geworden, ganz ehrlich. Also von der Idee her, Ausführung von Carbontechnik Amtor, das ist der Herr ohne Haare. Und natürlich auch, muss kurz einspringen, ohne ihn wahrscheinlich wäre es auch nicht möglich gewesen, weil er ist ja schon eigentlich ein bisschen der Urheber, der die ganze Geschichte ein bisschen ins Rollen gebracht hat, wo die ganzen Leute das alles gemacht haben. Ne? Genau, also auf alle Fälle, der Herr hat das Ding gebaut in Sicht Carbon komplett. Also können wir uns nachher mal anschauen, wenn wir rein dürfen, schauen wir mal rein. Natürlich. Das Ding ist komplett Sicht Carbon, also sowas hat es noch nicht gegeben. Die Idee habe ich schon vor Jahren gehabt, aber keiner hat es zusammengebracht. Und er hat es jetzt wirklich. Ich glaube, dass man eigentlich, wie sagen wir, die Penetration, kann man das so nennen, extrem war. Aber er ist ja selber schuld, weißt du? Wenn du zu ihm in seine heiligen Hallen kommst, er ist ja einmal umgezogen, du hast mich ja zu ihm damals geschickt, wo ich eigentlich die Limousineteile von dir gekauft habe, weil ich ja ursprünglich eine Limousine bauen wollte. Das du ganz lang durchzogen hast, weil wir haben die letzte Woche sehr viele angerufen. Was ist jetzt mit der Limo? Ich glaube nicht, dass das eine Limo ist. Ja klar, weil ich eben gepostet habe, was ist aus der Limousine geworden, wo ich das Fahrzeug mal überführt habe, wo ich damals schon das Auto zu Michael gebracht habe. Aber Gott sei Dank hat er mich eines Besseren belehrt und hat gesagt, du, das ist nichts. Der Limousine, das ist doch scheiße. Und er ist schuld, dass das so geworden ist, dass das Auto auch sich Carbon geworden ist. Weil ich bin ja sowieso wie du auch und er sowieso so ein kleiner Carbon-Fetischist. Und wenn du Carbon siehst, wenn ich sage, Carbon, schön, Carbon. Ich bin, das ist so ein Werkstoff. Das bleibt aber auch. Das ist so wie ein kleines Kind irgendwie. Das haben wir schon immer. Aber wie gesagt, wir haben es umgesetzt, er hat es gut gemacht, er hat die gute Idee gehabt. Geiles Teil waren wirklich, also so ein S1, S2 habt ihr nicht gesehen. Hoffmann. Das stimmt allerdings, ja. Genau, so einen habt ihr nicht gesehen. Michael, Carbon, inklusive Dach, inklusive Kotflügel, wie viel Arbeit steckt denn so ein Ding? In Stunden beziffert ist das nicht so wirklich auszudrücken. Es hat viel Kopfschmerzen gekostet, sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit und Nerven. Schlaflose Nächte brauchen wir jetzt auch nicht reden. Waren schon einige dabei. Hat er mir aber auch gemacht. Also, er hat mir dann immer manchmal auch in der Nacht geschrieben, da muss ich auch wieder bei mir ratter. Und ich dachte mir, was tue ich dem Menschen an? Ich muss den besänftigen, dass der weitermacht, weil irgendwann sagt er vielleicht irgendwas. Aber ja, durchgehalten. Muss ich. Zu dem Thema müssen wir nur ganz kurz eins sagen. Ich habe mir nicht einmal gesagt, dass das für ihn ist. Also, ich bin monatelang an der Karosse vorbei gemacht und durch und hinterher. Und er sagte, das ist für mein Bruder. Letzte Woche. Das stimmt auch, oder? Wo ist sein Bruder? Also, wo ist der? Genau, also es hat schon der steht doch irgendwo. Also, wir drei. Das ist auf alle Fälle. Naja, also steht er da. Geiles Teil. Wir werden noch ein paar Details einblenden. Und wer will, Motorshow Halle 3 bei der Firma KW. Der Andi, weiß nicht, wie lange das denn da ist. Also ich bin jetzt nur bis morgen, eigentlich war geplant, dass der Stand quasi wir bekommen hätten, aber dadurch, dass KW jetzt doch noch von Audi Auto bekommen hat, Brabus und KTM GTX sehr fertig geworden ist, steht nur ein Auto da. Das heißt, ich bespiele nicht den Stand, wie es geheißen hat ursprünglich. Ja. Das heißt, ich gehe morgen nach dem Frühstück, geht es für mich nach Hause. Also für mich ist der einzige Tag, aber das Auto steht bis nächsten Sonntag hier quasi und dann hole ich den ersten ab. Kommt zur Messe, schaut sie in Andi sein Auto an und schaut sie Michael seine Arbeit an. Halt, wir dürfen nicht vergessen. Der Motor, der da drin hängt, ist auch ein guter Freund von uns, der gehört eigentlich nur dazu. Audi Land Racing, der Wolfi, schöne Grüße. Weil in die Karibik. Der sitzt gerade am Schiff. Wir haben einen riesen Spaß. Du bist leider nicht dabei. Das nächste Mal, Wolfi, in Hannover. Pfiat euch, danke. JP, Sport Quattro. Diesmal in einer ganz anderen Farbe. Ich weiß nicht, die meisten werden das jetzt noch nicht erlebt haben. Die Messe hat seit einer Stunde oder anderthalb Stunden offen. JP, LCE, Sport Quattro. Ihr wisst ja, das Thema ist angefangen worden von ein paar Leuten. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Sport Quattro vom JP. Die Farbe ist was Außergewöhnliches, ganz klar.
ansonsten kennen wir das Thema. Ja. Wer die mich kennen, wissen das Thema, was läuft. Das ist eine Carbon-Karosserie, alles gut. Die Farbe ist geil. Was ihr jetzt sehen müsst, ist tatsächlich die Innenausstattung. Guckt mal rein. Die Innenausstattung in dem gleichen Farbton mit Recaro LM. Also richtig geil gemacht von unserem Sattler mal wieder. Und kleiner Background. Die Sitze sind aus einem Nautic-Leder, also relativ schwer zu verarbeiten. Aber das hat er ganz gut hingekriegt. Also wirklich ein absolutes Highlight auf der Messe. Kommt vorbei beim JP am Stand. Sportquattro an alle Sportquattro-Fans. Bekanntes Thema, neuer Name. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, angekommen auf der Essen Motor Show, den ersten Freund getroffen. Michiel. Ich kann es gar nicht sagen, das Auto habe ich jetzt schon mittlerweile ein Jahr auf dem Schirm und seit einem Jahr schaffe ich es nicht, zu dir nach Holland zu kommen, weil das ist ein holländischer Freund und das schon seit vielen Jahren. Ja, 13 Jahre. Genau, also wirklich lang. Und jetzt haben wir uns auf der Messe Essen verabredet, um endlich dieses Auto zu vorzustellen. Vielleicht kennen es ein paar von euch schon. Gucken. Ich denke mal, die alten Leute, ne? Genau. Ja. VW Performance Magazin in England ist es, ja, oder? Ist ja jetzt raus. Ne? Titelstory, genau, yes, von dem yes. Ding. Unfassbar. Also das ist wirklich mit einem Riesenbericht ein unfassbarer Bericht. Und das Auto ist Wahnsinn, weil ich habe es ja schon miterlebt, ja, ja. Immer die ganzen Stufen. Also erzähl uns mal. Wie alt oder wann du schon angefangen hast, das Auto zu bauen? Das Auto habe ich, glaube ich, 8 Jahre zurück gekauft. Also Rohrkarosse, also nur mit den Scheiben drin, Türen drin, also keine Achsen drunter, kein Motor drin, keine okay. Innenausstattung, also eigentlich komplett leer. Ja, nur so außen, die Stoßstangen waren dran. Okay. Und, also ja, komplette Rohrkarosse. Rohrkarosse, ja, ja, cool. Und der Lack von außen ist noch immer von 1998. Der Marco, der Vorbesitzer, hat das Ding damals lackiert, 98, der Alex Schmidt, können vielleicht auch viele Leute, hat der Karossearbeiten gemacht. Querverweis, oder? Ja, 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 ja. Ja, Querverweis auf das Nummernschild. Ja, kleiner Hinweis, guck mal. Hier ist ein UN1, lassen wir mal so stehen, die Alten unter euch kennen das und ja, die wissen ja, ja. Dann, was das ist. Ich habe das auch wegen ein bisschen Respekt vor Marco und Alex dann, die Kennzeichenplatte da drauf gemacht, hier auf Essen. Ja, aber normal habe ich ja die gelbe Platten aus Holland. Total geil. Also wie gesagt, das finde ich schon mal richtig geil. Wolltest du das Auto genauso, wie er jetzt dasteht, oder hast du über die 8 Jahre irgendwas verändert? Ich wollte eigentlich, damals Marco wollte das Auto verkaufen, wollte viel Geld dafür haben. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war oder so. Dann hat ein Kumpel aus England hat das Auto komplett gekauft von Marco damals. Also mit Achs, mit allem alles, drum und dran. Alles, genau. Wie der war. Dann ist der, glaube ich, 3-4 Jahre gefahren in England. Ne, hat das Auto nicht so gut getan, so von Unterboden her und ja, so, ist nicht mehr so schön. Und dann hat er mich angerufen, weil der bekam ein Kind, musste ein Auto verkaufen von seiner Frau. Ja. Entweder der Golf raus oder sein, hat einen Ford Cortina mit einem Viper Motor. Okay. Und der wollte er behalten. Ja. Und dann hat er gefragt, weißt du jemand vor der Auto? Da habe ich nachgedacht, eigentlich will ich den Karosse wohl haben, weil er hat einen neuen Motor gebaut dann, vor der Karre, genau. Wollte ihn nicht haben. Und preisähnlich geworden, nach England gefahren, Karosse abgeholt. Total dann, geil. Eigentlich ist es dann angefangen, aber dann ging ich selber schieden. Und dann habe ich erstmal 2 Jahre nichts gemacht. Also eigentlich bin ich 6 Jahre dran gewesen an das Auto. Okay, also 6 Jahre Bauern im Auto, so schaut er auch aus. Also wirklich Perfektion geworden. Geht für mich an so kleinen Sachen los, nicht die großen, sondern kein Heizdraht in den Heckscheiben. Wirklich der Lack, der ist mit Sicherheit poliert und nicht nur gelackiert, sondern poliert und also geschliffen und poliert. Highlight natürlich für dich, erzähl mal, was ist Highlight an dem Auto? Was du eigentlich der Meisterarbeit an der Auto war der Motor, Motorraum, da kommen wir gleich dran, ja. Denke ich mal, ne? Und eigentlich die Felgen. Marco hatte immer 15 Zoll Rona Racing ja, Felgen genau. Drauf, poliert. Und heutzutage ist das natürlich, der Stil ist ein bisschen geändert. Ja, das sind 17, oder? Und das sind 17er, ja. Ja, also dann bei der Thomas Müller, ne? Ja, der gute Freund. Genau, unser Thomas Müller. Abgeholt und ja, eigentlich die Felgen und der Motor, ja, und der Tacho. Der Tacho habe ich immer geliebt, von früh aus. Ja, also ganz klar, ich stehe auf Starkinstrument, ja. Aber Rona Racing im Magnesium ist ein absolutes Goldstaub, die ja. Felge zu kriegen. Und das ist nicht irgendein Gefräßding, wo man irgendwo raus, nee, sondern original. Das ist original und das ist total geil. Also, dann schauen wir uns mal das Herzstück an.
16V Turbo. 16V Turbo. Genau. Interessante Sache. Wieder für die bisschen Älteren unter uns. Saugrohr S2. Jeder, der schon mal ein S2 hatte, soll mal gucken. Es stimmt irgendwas nicht. Der Schriftzug ist andersrum. Das heißt, andersrum. Der ist normalerweise, schaut er nach hinten. Normalerweise, das ist eine S2-Brücke, normalerweise ist da kein Porsche-Anschrift drauf. Ah, du hast den ohne und hast gefräst. Der Anschrift ist gefräst, hat einen Kumpel gemacht aus Österreich, der Wick. Ah, ja, klar. Und der hat genau die gleiche Maße wie der RS2-Brücke. Ja, genau. Ein Kumpel von mir aus Holland, der Remco, hat das Ding umgeschweißt, auf Vierzylinder, die Platte reingeschweißt. Wie sagt man das? So ein Stück gefräst wegen der... Adapterstück, genau, mit einer elektronischen Drosselklappe. Ja, von S3 und da fängt es an. Schaut mal, coole Sachen. Getriebehalter verchromt, die Antriebswellenköpfe verchromt. Das ist noch richtig oldschool. Alles. Ja, Handarbeit. Du kannst nicht aufhören, ne? Genau. Du bist angefangen und dann kannst du nicht unten mal die Schrauben so lassen wie... Ja, stimmt. Das ist ja wirklich richtig geil. Die Kleinigkeiten in Carbon, perfekt. Und der Motorraum war am großen... Eigentlich war der schon alles durchgeschweißt in 98. Ja. Da alles glatt gemacht. Und wir haben der Pedalbox reingemacht. Du fährst mit drei... Zwei sind vor die Bremse, Hydraulikzylinder, genau. Ja. Okay. Und der Loch vor der Heizung war noch offen. Also wir haben noch ganz viel Sachen nachgelegt, gemacht, sag mal, bei der Lacker. Also Motorraum ist neu lackiert. Also Wahnsinn. Also wirklich wieder mal eine Handwerkskunst. Und da stehe ich ja drauf. Also wirklich die Leute, die was können, die wirklich da mit Liebe dran sind. Mit einem Carbon-Schlossträger, die kleinen Accessoires, der Getriebeverschluss, Carbon, Schaltbock aus Carbon oben. Das sind so Sachen. Ja. Richtig geil. Also Michiel hat ganze Arbeit geleistet. Jetzt wollen wir nochmal schnell reingucken. Das ist das Letzte noch. Dann gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Halt, stopp. Was fährst du für Steuerung an dem Ding? Steuerung ist, ich hatte ein KMS drin. Ja. Aber bei KMS auf dem Prüfstand war nicht gut nachher. Ja. Also die haben nicht gut abgestimmt bekommen. Hatte ich Schnauze eigentlich voll. Habe ich die KMS rausgeschmissen. Hat ein Kumpel von mir, der Carbobaum, umgepinnt und jetzt fahre ich, wie heißt das Ding? Emu-Black. Emu-Black, ja, das funktioniert. Ja, funktioniert. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Motor gesprochen. Was kommt Leistung raus? Das ist wahrscheinlich nebensächlich, oder? 260. Ja, aber 250. Genau, es wird das Auto ist unfassbar. Mehr for show und ist schon genug von einem. Ja, genau. Also, dann schauen wir uns innen das noch an. Ich darf das Auto öffnen? Ja, du darfst. Entschuldigung. So, also wieder. Stackinstrument in der Mitte. Ja, das Armaturenbrett eigentlich von früh aus, von der Kurt, von der Kartec, mit seiner orangen Einse damals. Ja. Ne, der hatte schon das Stack drin damals. Und ja, das genau. Fand ich schon immer geil. Ich auch. Immer schon schön. Immer. Ne, und ich wollte mal mit dieser Rennoptik, mit der Rona Racing CE-Shifter, genau. Stack, Armaturenbrett und dann viel Carbon. Ja. Ne, Corrado-Sitz habe ich drin. Der Sattler hat das nicht so schön gemacht. Der Sattler, den ich immer gebraucht habe, auch mit meinem 2-Golf damals, ja. Der hat eigentlich immer schöne Arbeit gemacht. Ich denke, der ist ein bisschen zu alt geworden, weil die Rückbank war noch gut. Habe ich ein Jahr davor gemacht. Und die Sitze sind nicht so schön. Ja, also das will ich eigentlich noch mal machen. Ja, mal davor. Das ist die pingelige. Ne? Genau. Und die Carbon-Teile hat Kumpel Philipp Müller von aus Bochum gemacht. Der hat eine Lackiererei da. Sehr sauber. Der hat den Motorraum auch lackiert. Also macht schöne Arbeiten. In Summe ein unfassbares Auto. Die VW Performance Titel to Goat. Ja. Also, das ist auch eine Story dahinter, ne? Weil viele sagen, ja, ist nicht das schönste Einser. Es sind mittlerweile natürlich ganz viele schöne Einser. Ja. Ne? Und es ist auch so. Aber der Story dahinten ist das alles. Ne? Der Auto damals in 98 war seine Zeit weit voraus. Ne? Also absolut. Der erste, glaube ich, mit einem glatten Motorraum. Der ist mal in Holland auf ein Treffen gekommen damals, der Marco. Ja, genau. Hat er Silber lackiert über Winter. Und dann ist er da auf Gelände gekommen und war ich gleich verliebt auf die Karre. Ne? Ah ja, das Auto war ja in den 90er Jahren unfassbar schon. Ja. Unfassbar. Und jetzt ist das schon ein Riesending. Also wie gesagt, ich finde die Story dahinter geil. Das Auto unfassbar. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir darüber ein Video machen dürfen. Ja. Ich danke dir, mein Freund. Ich freue mich, dass ich dich wieder sehe. Ja. Ne? Dankeschön. Nicht dafür. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.